Ich erzähle erstmal die Anekdote zum Buch. Hatte am vorletzten Wochenende das Vergnügen, mit Renate Zimmermann und einer gemeinsamen Freundin ein erweitertes Wochenende auf Sylt verbringen zu dürfen. Also wo hier 34 Grad waren, hatten wir, nun ja, knappe 20, ja. Aber es war sehr schön und wir sind auch mit dem ICE, also wunderbar, nach Westerland gefahren. Aber die Rückfahrt, die war wieder so, die Deutsche Bahn schöpfte aus dem Füllhorn ihrer Möglichkeiten. Von den Zug gibt es gar nicht an dem Sonntag. Aber es gibt ihn dann doch, aber anders, aus 2 mach 1 und irgendwann dann wieder 2. Und ja, die beiden Wagen müssen gesperrt werden wegen fehlender Klimaanlage. Und da die Passagiere aus den Wagen so und so müssen jetzt bitte nach vorne kommen zum Aussteigen, weil die Bahnsteige sind zu kurz. Also, und die Wagenreihung und alles sowas. Also es war wieder alles am Aufgebot. Wenige Tage später fuhr meine Schwester mit Freundin und Fahrrädern im ICE von Berlin nach Waren. Es war ein ICE, der aus Wien kam und nach Rostock sollte. Und sie sagt, der fuhr auf die Minute ab und kam auf die Minute an. Sie hat sich 2-mal persönlich bei der Zugbegleiterin, sagte, weil sie war einfach so fassungslos, sowas gibt's auch. Und dann entdeckte ich beim Buchhandlungsbesuch das hier und sie bewegt sich doch. Bahngeschichten. Nun denkt man, ja, das Thema ist ja langsam, ist wie früher mit BER oder irgendwie sowas. Aber es gibt immer noch heitere Sachen. Und ich habe das noch nicht durch, das Buch. Ich arbeite mich so jetzt so beim Bus- und Straßenbahnfahren da durch. Es sind Erlebnisse, Erinnerungen, Praxistests, Beobachtungen von solchen Leuten wie Horst Evers, Kirsten Fuchs, Stefan Schwarz, Barbara Ruscher, Jörg Tadeusz, wann haben wir denn hier noch, Johann König, Phil, Lea Streisand, Cordula Stratmann. Also es ist einfach. Es ist lustig. Es ist einfach lustig. Und es, ja, und ich denke, ja, das sind die bestimmten Stereotype. Und ja, die Bahn ist ja selber daran schuld, weil für jeden, also gerade für Autoren, die gerne Lustiges schreiben oder die Comedians sind, ist natürlich die Deutsche Bahn eine Steilvorlage, weil da kann eben jeder was zu beitragen. Auch immer wieder gerne was anderes. Und ich habe schon so ein oder andere lustige Sachen jetzt da so rausgefischt. Also, Herr Wischmeier, auf der Strecke von Hannover-Würzburg wurden die Schienen weiß eingefärbt. Allerdings nur auf einer Länge von 1 Kilometer. Man hofft dadurch an heißen Tagen die Schienentemperatur um bis zu 7 Grad zu senken. Der 1 Kilometer Gleis steht beispielhaft für einen Ausweg aus der Erderwärmung. In der Fußballsprache würde man sagen, die Deutsche Bahn ist pure Emotion, aber auch Denkanstöße liefert das Unternehmen Zukunft. Über den Komfort-Check-in kann man sich endlos den Kopf zerbrechen. Er ist nämlich gratis, wie die Werbung verheißt. Man darf also nicht nur seine Zugverbindung selbst raussuchen und seine Fahrkarte eigenständig kaufen. Nein, das börsennotierte Unternehmen erlaubt es seinen Kunden sogar, die Arbeit des Schaffners zu übernehmen. Ganz ohne Extrakosten. Da kommen natürlich Fragen auf. Na, Schaffner, beruflich hier? Fahrpläne sind unverbindliche Abfahrtsempfehlungen mit Gleisvorschlag. Aber das ist gut, denn genau so hilft uns die Bahn. Wir lernen uns auf neue Gegebenheiten einzustellen. Wir lernen zu improvisieren. Eine der wichtigsten Fähigkeiten des modernen Menschen. Und ansonsten, ich kannte den Begriff noch nicht, also die Deutsche Bahn verkehrt im Nena-Style. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ich habe das Buch übrigens gleich 2-mal zum Verschenken gekauft, für einen ehemaligen Eisenbahner und für meinen Papa,
der immer jetzt sagt, ich glaube, ich würde das in meinem Alter alles gar nicht mehr hinkriegen, alleine mit der Bahn irgendwo hinzufahren. Ich sage, ja, Vater, muss ich dir leider recht geben. Du musst clever sein, du brauchst ein paar Apps und du musst sportlich sein, innerhalb von 3 Minuten den Bahnsteig und überhaupt zu wechseln. Also, ja, ist, wie gesagt, ist locker flockig und schön für unterwegs halt mal zu lesen.